unterschiedlich. Die Kunst hat in dem Sinne ja keine Verantwortung, sie muss nur Mut haben. Die Wirtschaft hat Verantwortung, aber selten Mut. Mut bedeutet, dass man Wege beschreitet, die jemand vorher vielleicht noch nicht bestritten hat. Unbequeme Dinge zu tun, unbequeme Wege zu gehen. Mut ist keine Eigenschaft, die man jeden Tag beweist. Mut ist etwas, was sich in bestimmten Schlüsselsituationen ergibt. Ohne große Überlegung, sondern man muss schnell entscheiden. Wenn ein Ertrinkender im Wasser liegt, dann kann man höchstens noch seine Jacke ausziehen, hinterher springen, ihn retten. Das ist Mut. Auch in der Wirtschaft Geschäftsmodelle in Frage zu stellen, vielleicht sogar das in Frage zu stellen, was im Moment als sehr erfolgreich gilt. Wir leben auch in einer Zeit, wo wir die Menschen vor allen Dingen mit dem Herzen mitnehmen müssen und auch mit dem, was sie persönlich bewegen. Ich glaube, so dieses Schwarz-Weiß, das ist ein falsches Denken. Aber je mehr diese beiden Themenfelder zusammenkommen, desto eher übernehme ich auch fürs Ganze Verantwortung. Der Künstler selbst hat als Künstler keine Verantwortung. Ich bin bindungslos, ich bin verantwortungslos, ich bin niemandem etwas schuldig. Ich stehe nur für mich. Es geht einfach darum, Dinge aufzunehmen, sie zu betrachten, Schlussfolgerungen zu ziehen und sie auf ihre Art und Weise zu kommunizieren. Das sind ja sehr viel sinnliche Dimensionen, das ist Ausdruck von Gefühl, von Inspiration. Bei dem Unternehmer, finde ich, ist Verantwortung wesentlich leichter zu definieren, weil ein Unternehmer ein Mensch ist, der für eine andere Gruppe von Menschen Verantwortung trägt. Mut und Verantwortung sind zwei ganz wesentliche Bestandteile menschlichen Handelns. Sie bedingen sich manchmal, manchmal kommen sie vielleicht auch in den Konflikt miteinander. Man braucht, glaube ich, um ein Unternehmen zu gründen so, oder in einem Atelier zu stehen, ohnehin Mut und übernimmt Verantwortung für das, was man da tut. Unternehmer und Künstler verbindet ganz klar der Gestaltungswille, etwas zu hinterlassen, etwas Neues zu kreieren. Was kann ein Unternehmenschef von einem Künstler lernen, möglicherweise neue Wege zu gehen? Im Dialog mit Künstlern können tatsächlich neue Horizonte eröffnet werden. Sagt, ist das Kunst oder kann das weg?